Mehr als 5 Millionen Muslime leben in Frankreich. Und damit auch die mal einen ordentlichen Burger essen können, bietet die belgische Fastfood-Kette Quick in 22 französischen Filialen ab sofort nur noch Essen an, das dem islamischen Reinheitsgebot entspricht. Allein im Großraum Paris wurden am Mittwoch 10 Filialen auf ein sogenanntes Halal-Angebot umgestellt. Die Quick-Betreiber wollen damit Muslime locken. Sie hoffen aber, dass auch die alten Kunden weiterhin kommen. Die Tatsache, dass wir Halal-Speisen anbieten, bedeutet nicht, dass wir irgendjemanden ausschließen wollen. Vielmehr bieten wir Produkte an, die Menschen aller Religionen konsumieren können. Ob Menschen aller Religionen kommen werden, ist allerdings fraglich. Denn mit ihrem Halal-Konzept erntet die belgische Fastfood-Kette auch eine Menge Kritik. Zwei französische Bürgermeister etwa reichen eine Klage wegen Diskriminierung ein. Und auch viele Nicht-Muslime haben keine Lust auf Islam-Burger. Es ist eine Schande, dass sie nun zu 100% Halal-Speisen anbieten. Wir leben in einem säkularen Land und darum hätten sie 50-50 machen sollen, mit Gerichten für jeden. Also zum Beispiel auch welche ohne Rindfleisch für Hindus. Nicht ohne Rindfleisch, aber dafür wieder mit Schweinefleisch, versucht Quick nun, die Gemüter zu beruhigen. Nicht-muslimische Kunden bekommen also wieder ihren traditionellen Hamburger. Der darf in den Quick-Filialen allerdings nur aufgewärmt werden. Denn würde der Schweineburger dort frisch zubereitet, dann wäre natürlich das ganze Halal-Restaurant auf einen Schlag wieder unrein.